Kasachstan stimmt am Sonntag über die Besetzung des höchsten Staatsamtes ab. Neben Präsident Kasym-Schomart Tokayev, der seit März 2019 Staatsoberhaupt ist und damals Langzeitherrscher Nursultan Nazarbayev nachfolgte, bewerben sich zwei Frauen und drei Männer, denen Oppositionelle keinerlei Siegchancen einräumen. Tokayev hat ein so wörtlich neues Kasachstan angekündigt und will unter anderem eine Justizreform umsetzen. Wir als Volk verbinden große Hoffnung mit Tokayev. Wir meinen, dass es mit ihm als Präsidenten Fortschritt geben wird. Wir wählen jedenfalls Tokayev, das ist kein Geheimnis, denn die anderen Kandidaten kennen wir nicht einmal. Ein Architekt aus Almaty hält mit seiner Ablehnung des Präsidenten nicht hinter dem Berg. Die Wahlergebnisse waren schon immer gefälscht, aber es war noch nie so vorsätzlich und offensichtlich demütigend wie die jetzige sogenannte Wahl, die Tokayev durchführt. Im Januar kam es wegen erheblich gestiegener Treibstoffpreise zu schweren Unruhen in Kasachstan. Tokayev forderte daraufhin den Einsatz von Truppen des Militärbündnisses OVKS an, dem unter anderem Russland angehört.